Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Wir waren ja in den Ferien in Spanien, genauer gesagt in Katalonien. Die Leute, die mir auf Facebook und Instagram folgen, haben das sicherlich verfolgt und haben hoffentlich einige schöne Eindrücke mitnehmen können von unserem Urlaub. Es war wunderschön sonnig und es war sehr erholsam, einfach dort am Strand spazieren zu gehen, wenn es auch noch nicht sehr warm war und ich leider auch etwas krank geworden bin im Urlaub. Trotzdem war es eine wunderschöne Zeit. Und genau deswegen zeige ich euch heute den berühmten spanischen Mandelkuchen Gato de Almendras. Dieser Kuchen ist wunderbar einfach gemacht und schmeckt einfach fantastisch. Und er besteht natürlich aus den Zutaten, die im Land besonders gut zu haben sind. Natürlich aus Eiern, Mandeln sind viele drin, etwas Zucker, Orange und Zitrone natürlich. Ja, das sind die Hauptzutaten und im Grunde ist es nichts anderes als ein Mandelbiskuit. Deswegen werden wir ihn auch genauso zubereiten wie meinen hellen Biskuit. Die Zutatenliste findet ihr hier unten wie immer unter dem Titel in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch den Link zum Rezept, zum Nachlesen und zum Ausdrucken. Und jetzt backen wir los. Ich backe den Kuchen in einer 26 cm Springform. Einfach ein Backpapier einspannen und fertig. Rand nicht fetten. Alles einfach so lassen, ganz easy. Und während jetzt mein Backofen schon vorheizt auf 180 Grad Ober-Unterhitze oder 160 Grad Umluft, da kann ich mir schon mal das Mehl etwas aromatisieren, also das Mandelmehl. Ich habe jetzt hier 250 Gramm gemahlene Mandeln und zwar habe ich 200 Gramm abgezogene gemahlene Mandeln und 50 Gramm Mandeln mit Haut. Das gibt eine schöne Mischung, dadurch wird der Kuchen noch etwas aromatischer. Aber ihr könnt auch nur abgezogene verwenden oder auch nur Mandeln mit Haut. Ihr könnt sie natürlich auch selber mahlen und dann einfach den Mahlgrad noch genauer bestimmen. Hierzu werden wir uns jetzt etwas Zitrone und etwas Orange reiben und das Mehl, das Mandelmehl, so etwas aromatisieren. Ich nehme so etwa die Hälfte von jeder Frucht. Und denkt bitte daran, die Frucht sollte nicht gespritzt sein, dann ist sie nämlich nicht zum Verzehr geeignet. Den Rest, den ich nicht abreibe, den reibe ich dann auf ein Tellerchen ab und verwende ihn dann ein andermal für einen anderen Kuchen. Den kann man ganz einfach dann trocknen lassen. Und jetzt nehmen wir noch etwas Orange, natürlich auch eine Bio-Orange, dass wir da keine Pestizide mitessen. In Spanien werden die natürlich dann direkt vom Baum gepflückt. Und das muss unbedingt in diesen Kuchen mit rein. Die Kombination aus Zitrone und Orange ist einfach fantastisch. Jetzt gebe ich noch etwas Zimt mit hinzu, ungefähr eine Messerspitze, nicht zu viel. Und verrühre mir das schon mal miteinander. Dann kann das Mehl die Aromen der Früchte und des Zimts schön annehmen. Die Schalen geben ja ätherische Öle ab und so werden die Mandeln wunderbar aromatisiert. Einfach gerade so ein bisschen umrühren, dass alles gut verteilt ist. Und das langt schon, das stellen wir uns jetzt gerade beiseite. Ich verwende für dieses Rezept 6 Eier. Wir schlagen uns die Eier auf und trennen sie. Das Eiweiß hier in die große Schüssel, das Eigelb in die kleine. Und wie bei allen Biskuits sollte natürlich die Schüssel fettfrei sein, damit sich das Ei gut aufschlagen lässt. Und unser letztes Ei, das hat sogar noch ein bisschen Feder dran. Ich verwende übrigens Bio-Eier, denn erstens schmecken sie besser und zweitens werden die Hühner besser gehalten. So, die Hände gerade waschen. Zum Aufschlagen für die Eier noch eine Prise Salz dazu, dann geht es einfacher. Und es gibt dem Kuchen auch noch den schönen runden Geschmack. Also auf die Prise Salz keineswegs verzichten. Dann haben wir hier Puderzucker und zwar 200 Gramm. Und den lasse ich dann einfach nachher dann einrieseln. Aber erstmal schlagen wir uns jetzt das Eiweiß schön steif. So etwa 2 Minuten lang. So, und ihr seht, es ist schon schön luftig. Jetzt lassen wir so peu à peu einfach den Puderzucker hinzurieseln und schlagen die Masse zu einer Meringue auf, ganz wie wir es beim Biskuit machen. Und ihr seht, das wäre jetzt noch nicht genug aufgeschlagen. Noch so etwa 2 Minuten weiterschlagen, bis die Masse wirklich schön glänzt und schöne steife Spitzen
zieht. Momentan fallen sie noch schnell um. Das heißt, wir müssen noch weiter schlagen. Schauen wir mal. Aha, die Spitzen fallen so langsam um. Jetzt ist es schon fast richtig. Wir schlagen noch weitere 2 Minuten und dann ist die Masse standfest genug. So, und ihr seht, die Spitzen fallen nur noch langsam um. Die Masse glänzt schön. So ist sie fest genug. Und jetzt können wir peu à peu wie beim Biskuit einfach unsere Eigelb hinzurühren auf niedrigster Stufe des Handrührgeräts. Genauso, wenn ihr mit der Küchenmaschine arbeitet. Einfach peu à peu hinzugeben, eins nach dem anderen und immer gerade kurz verrühren. Das war's schon. Das nächste hinzugeben. Auf diese Weise lässt sich dieser Kuchen wunderbar fluffig backen und das ist gar kein Problem. Immer nur kurz, so lange bis es verrührt ist. Das reicht dann auch. Und ihr seht, es ist immer noch sehr standfest, die Masse. So soll es auch sein. So, und jetzt gebe ich noch etwas Vanillepaste hinzu. Ihr könnt natürlich aber auch einfach das Mark einer Vanilleschote oder einer halben dazufügen. Gerade noch mit verrühren. Und das reicht auch schon, nicht zu lang. Und genauso wie beim Biskuit werden wir jetzt die Rührer entfernen und mit dem Spatel oder mit dem Schneebesen, ganz wie ihr das mögt, weiterarbeiten. Jetzt haben wir hier unsere wunderschöne Mehlmischung. Die ist jetzt schön aromatisiert und die werden wir jetzt in mehreren Portionen hier einfach drüber sieben. Immer so ein bisschen was, so ein Drittel ungefähr. Das Sieben hat einfach den Sinn, dass die Mandeln noch luftiger werden und dass wir sie schön luftig dann auch unterheben können. So, und jetzt arbeite ich gerne mit dem Spatel, aber ihr könnt auch gerne euren Schneebesen verwenden. Ganz, ganz sanft unterheben, nicht zu viel, einfach nur so lange, wie es braucht und sofort aufhören danach und wieder weiter darauf sieben. Ganz wie beim Biskuit, das ist im Prinzip mein Biskuit-Rezept, nur eben mit Mandelmehl. Das heißt, es ist auch glutenfrei, also für alle Leute, die kein Mehl vertragen oder eben keins im Haus haben aus irgendeinem Grund, lässt sich dieser Kuchen wunderbar backen. Und so machen wir das jetzt mit dem gesamten Mehl. Schön unterheben und zwar wirklich sanft. Auf keinen Fall hart unterschlagen, sondern wirklich ganz, ganz sanft mit dieser Masse umgehen. Je schöner und höher wird dann auch euer Biskuit. Ein bisschen was gebe ich auch noch ungesiebt dazu, denn nicht alles lässt sich sieben durch die Schale, die mit drin ist. Ganz sanft. Man kann die Schüssel auch so ein bisschen drehen und einfach dann immer unterheben. Und wie gesagt, nicht zu lang. Einfach nur so lange, wie es nötig ist. Und die letzte Portion unterheben. Und ihr seht, das wird eine fantastische Biskuitmasse, Mandelbiskuitmasse. Wunderschön. Und jetzt hier auch nicht ewig verrühren, sondern wirklich nur so lange, wie das letzte Mandelmehl untergehoben ist. Und dann nicht mehr weiter rühren. Denn sonst schlagt ihr euch den ganzen Fluff wieder raus. Das ist wie beim Biskuit. Jetzt kann und muss die Masse sofort in die vorbereitete Form. Und deswegen muss auch der Ofen direkt zu Anfang vorgeheizt werden. Denn eine solche Masse sollte nicht lang stehen, sonst fällt sie gerne zusammen. Sollte euch die Masse zu dicht vorkommen, das ist jetzt bei mir nicht der Fall, dann könnt ihr noch etwas Likör hinzufügen. Ich habe zum Beispiel hier so einen fantastischen Mandelgrappa, der würde gut passen. Oder aber auch ein Orangenlikör, den kann man noch so 2 Esslöffel am Schluss unterheben. Bei mir ist die Masse jetzt eigentlich nicht zu dicht, aber trotzdem für den Geschmack gebe ich noch etwas von dem Mandellikör hinzu. Ich finde, das gibt dem Ganzen noch den ganz besonderen Kick. Riecht auch sehr lecker. Einfach gerade einen oder 2 Esslöffel gerade noch mit unterheben und das gibt das spezielle etwas. So kann man dieses Rezept auch noch etwas abwandeln. So, duftet schon mal fantastisch. Und jetzt können wir hier unsere vorbereitete Form nehmen und unsere Masse einfach einfüllen.
schön dick, aber auch nicht zu dick, dass sie sich gut verteilt, dass sie aber auch gut Stand hat. Das ist eine perfekte Biskuitmasse. Ihr könnt diesen Biskuit auch in einer 24er Form backen, dann wird er etwas höher. Und selbstverständlich könnt ihr diese Torte auch füllen. Ich zeige sie jetzt im Original ungefüllt, aber ich kann mir auch gut eine Variante vorstellen mit einer Orangencreme, also eine Orangensahnecreme reinfüllen. Ganz wie wir es beim Biskuit immer machen. Wunderbar, jetzt schütteln wir die Form so ein bisschen, dass sich der Biskuit schön verteilt und schön glatt wird. Und jetzt wird er noch ein, zwei, dreimal aufgestuckt auf die Arbeitsfläche, damit einfach die Luftblasen rausgehen, die vielleicht noch sich versteckt haben darin. Und dann kann er auch schon gleich gebacken werden. So etwa 30 Minuten. Das hängt so ein bisschen von eurem Backofen ab. Sollte er zu stark bräunen, kann man ihn auch abdecken mit einem Backpapier. Los geht's! So, und während mein Kuchen nun im Ofen schön ausbäckt und es schon richtig schön duftet, werde ich mir noch etwas Sahne steif schlagen mit etwas Zucker und Sahnefest und Vanillinzucker. Einfach damit ich den Kuchen noch etwas aufhübschen kann. Normalerweise wird er nur mit Puderzucker bestäubt serviert, aber ich werde noch ein paar Sahnehäubchen und etwas Orangenscheiben aufsetzen. So, die Sahne so richtig schön festschlagen, denn wir wollen sie ja nachher aufspritzen noch. Oder ihr könnt sie natürlich auch einfach dazu reichen. Was auch schön passt zu diesem Kuchen, ist Vanilleeis oder natürlich filetierte Orangen und so ein bisschen gedünstet vielleicht. Also verschiedene Möglichkeiten, wie man den Kuchen servieren kann. So, und von der Orange, die ich mir abgerieben habe, habe ich jetzt einfach noch ein paar Schnitze gemacht und schneide mir so kleine Stückchen, die ich dann eben oben auf meine Sahnehäubchen setzen kann. Wie gesagt, das ist nicht ganz klassisch. Klassisch wird dieser Kuchen einfach wirklich nur mit Puderzucker und etwas Zimt bestäubt. Aber ich finde, wir können ihn auch noch ein wenig aufhübschen, kein Problem. Nach 30 Minuten ist der Kuchen bei mir schon schön gebräunt. Probieren wir mal, ob es schon reicht. Auf jeden Fall, es bleibt nichts hängen, er ist schon fertig. Nicht zu lange backen. Wir können ihn jetzt auch gleich schon vom Formrand lösen. Und dann darf er schön erstmal in der Form 10 Minuten abkühlen. Und dann können wir ihn ganz rausholen. Also 40 Minuten wäre jetzt bei mir definitiv zu lang gewesen. Nach 30 Minuten einfach schon mal nachschauen. 30 bis 35 bis höchstens 40 Minuten, dann ist er auf jeden Fall fertig. So, nach 10 Minuten in der Form kann man ihn dann auch schon rausholen. Schauen wir mal. Und da kommt unser wunderschöner Gato de Almendra. So wird er jetzt eigentlich einfach nur mit Puderzucker bestäubt und dann gleich serviert. Ich ziehe ihn auf jeden Fall jetzt mal runter und lasse ihn ganz abkühlen und dann sehen wir uns wieder zur finalen Dekoration, wie immer. So, wunderschön. Mein Gato de Almendra ist auf der Tortenplatte. Ich habe den Puderzucker mit ein ganz klein wenig Zimt vermischt. Und fange jetzt einfach mal in der Mitte an, hier so einen Hauch Schnee drauf zu geben. Wunderschön. So, und ich möchte ja jetzt noch einen Kranz Sahne spritzen. Wir fangen mal hier an auf 12 Uhr. Und jetzt jeweils zwei dazwischen. Sehr, sehr hübsch. Ein wunderschöner Kuchen. Jetzt kommen natürlich noch die wunderbaren Stückchen von Orange oben auf. Das muss sein. Und das letzte Stückchen. Und unser Gato de Almendra, der spanische Orangenkuchen, ist fertig. Und wir können ihn gemeinsam probieren.
So, ich habe mir einen schönen Earl Grey gekocht. Der passt ganz gut zu diesem Kuchen, denn er hat so ein bisschen Orangengeschmack. Und dann schneide ich den leckeren Kuchen einmal an. Geht wunderschön durch. Ganz, ganz fluffig. Und da kommt unser fantastischer, leckerer Gato de Almendra, der spanische Mandelkuchen. Wunderschön, sehr, sehr fluffig und ich bin sicher, er schmeckt fantastisch. Ich freue mich jetzt sehr aufs Probieren. Er ist so fluffig geworden und duftet einfach so lecker und erinnert mich so sehr an unseren Spanienurlaub. Mal probieren. Und ihr seht, es geht richtig schön durch und ist richtig fluffig. Wow! Wahnsinn, das Aroma! Einfach top! Und sowas von fluffig, ihr seht es hier, wie er durchgeht. Durch die Mandeln super saftig, gar nicht trocken. Ist auch nicht zu lang gebacken, genau richtig. Also eher kürzer backen als zu lang. Wahnsinniges Aroma, einfach top! Genial. Ein Schlückchen Tee dazu. Passt genau. Earl Grey passt dazu wirklich fantastisch gut. Oder vielleicht auch ein spanischer Orangentee. Viva España, kann ich ja nur sagen. Schmeckt einfach traumhaft lecker. Unbedingt nachbacken. Das war der spanische Orangenkuchen. Macht richtig gute Laune, dieses Rezept. Und erinnert doch sehr stark an den Spanienurlaub und macht Vorfreude auf den nächsten. Ich hoffe, ihr backt das Rezept einmal nach und habt genauso viel Freude daran wie ich jetzt hier. Schickt mir dann gerne auch eure Fotos von euren Werken auf Facebook oder Instagram. Da freue ich mich immer sehr darüber. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachbacken. Wir sehen uns nächste Woche hier wieder am Sonntag um 10 Uhr. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und tschüss!